Guck mal. Dankeschön. Das kann ich gebrauchen. Hilft das ein bisschen, oder? Ich habe noch einen Painkiller. Wobei, ich glaube, ich sollte den mal selber nehmen. Ist okay. Gut. So, ja. Ich wette, wir sterben schon in den Vorläufern hier. Ja, denke ich auch. Ach, mach dir doch nichts draus. Das kann. So, ein Schnellimbiss, dessen Namen ich jetzt nicht nennen darf. Was? Wieso? Nein. Einfach ein Restaurant. Man sollte sich nicht unterjochen lassen. Ich gehe schon mal rein, ne? Ja, ja, ich gehe noch zum Drive-In. Bandagen, ja, das brauche ich. Oh, was haben wir hier? Hm, 9mm Mag. Und eine Pistole. Hallo, hier, bleib mal stehen. Nicht du. Hallo. Was? Ja, ich wollte unserem Begleiter mal eine Waffe geben. Echt? Ich habe noch einen Baseballschläger. Bleib doch mal stehen. Schreib ihm doch im Proximity an. Ja, aber ich komme da so schlecht dran wegen meinem blöden Mikro hier. Okay, leg ihm's doch einfach hier hin. Wir machen uns schon verständlich. Komm hier! Hallo! Hallo? Hallo! Achso, ihr habt hier noch was gefunden. Guck mal. Stunner gibt's auch noch. Ich weiß gar nicht, womit schreibe ich da noch? Mit Y? Nee. Ach Quatsch, damit lege ich mich ja hin. Achso, okay. Achso. Er hat's, glaube ich, gerafft. Okay. Ja, ja. Mein Gott. Ja, gut. Hoffentlich knüppelt ihr uns jetzt nicht nieder. Ja, dann gibt's aber Ärger. So. Er bedankt sich sogar. Ist doch lieb. TKS? Ja, thanks soll das, glaube ich, heißen. Ich hab irgendeine Waffe übrigens eingesammelt. Ach, cool. die Kruger. Kruger habe ich eingesammelt. Aber? Ja, weiß nicht, ich hatte bestimmt 10 Schuss und dann, ja, dann war's das. Das war's, Lars, wie ich immer so schön sage. Ach, ich kümmere mich mal um den Herrn hier vorne. Ja, mach mal. Mit den grünen Augen oder gelben Augen. Muss man auf die Augen. Meine Frames sind der absolute Hammer. Also, Gott sei Dank bin ich da wirklich nur unten als kleines Fenster zu sehen. Ja, kann und man ich? Sonst nicht antun. Nee, nee, du machst das doch super. Deine Kiste ist am besten, ist wohl besser als meine Möhre. Ich schalte dich einfach dann groß dazu. Schafft er das? Ich glaube nicht. Ja, dann lass mich da. Komm, lass mal richtig. Also er kloppt schon mit. Das finde ich ja toll. Nein! Ja, danke, Idiot! Was, hat er dich getroffen? Ich habe noch ungefähr 1%. Oh, Money. Antibiotika bringt wahrscheinlich jetzt... Ah, ich habe die Money aufgesammelt, nicht er. Ich habe noch ein bisschen was. Bist du in der im Supermarkt? Noch nicht. Ja, dann komm mal rein. Ich gebe dir gleich mal was. Und hier liegt auch Zeug, also... Oh, hier ist noch eine Waffe. Nein! Oh! Nein! Nein, du bist nicht tot, oder? Ja, ich bin tot. Vom Zombie. Das kannst du mir nicht antun. Vom Zombie. Ich bin da jetzt auch tot, ne? Das ist so... Was? Nein, so, nicht. Nein! Jetzt vor... Oh, oh, oh. Okay, mach du das. Es tut mir leid, dass ich assi bin und den das alleine machen lasse. Er ist tot. Oh. Er ist tot, er ist davon eingekriegt. Du bist ganz allein. Und vor allen Dingen ist das nicht schon wieder, das ist doch peinlich. Ich bin schon wieder von so einem blöden Zombie gefressen worden, weil ich einfach zu gierig auf die Knarre da war. Guck mal, rechts von dir liegt nämlich noch eine Knarre. Ach Mist, ja. Ja, die habe ich schon benutzt gerade. Nee, rechts auf dem Regal liegt eine. Hier liegt so viel Zeug rum. Rechts auf dem Regal liegt eine Knarre. Ich habe gar keinen Platz mehr. Ich dachte erst, er greift mich an, aber... Ja, der hat mir eben schon alles abgezogen, die Tröte. Ja, das war jetzt... Also, da liegt auch Painkiller und so. Mann, no! Ja, oh, ja. Und schon wieder die ganzen Waffen verloren. Das ist und ja hier liegt jetzt so viel Zeug und ich habe keinen Platz mehr. Aber ich kann auch jetzt hier nicht... Ich muss das auch jetzt alles nehmen. Ach so. Bandagen. Ich werd mal quitten. Rüste dich da mal aus. Ja, ich denke, dann machen wir jetzt auch mal eine Aufnahmepause, ne? Denke ich auch. Aber ja, ich meine, so schlecht war es ja nicht. Ich meine, du musstest ja mit mir Krücke spielen. Ach, hier ist noch eine Waffe. Ja, na, ich sag doch, da liegt noch eine auf dem Regal. Drei Waffen. Ja, na, ich habe schon drei Waffen.
Also ist hier ist noch eine vierte sogar. Ja, nimm die jetzt alle mit und lock dich da aus und dann gibst du mir wieder eine ab. Meine. Die da so, bitte. Natürlich. Sehr freundlich von dir. Ja, denn ich weiß nicht, also ich mein Bildschirm sagt jetzt hier nichts mehr aus. Wie sieht's bei dir aus? Verabschieden wir uns einfach. Ja, würde ich sagen, in dem Sinne, ne? Ja, ich hoffe, euch hat's mal gefallen, dass wir hier mal zu zweit gespielt haben. Genau, wir haben euch jetzt hier mal so ein bisschen die Gegend gezeigt, haben leider noch nicht so viel Zeug gefunden. Ey, wir waren in Boulder City, wir haben's wenigstens. Wir waren in Boulder City, ja, sagen wir mal ungefähr eine Minute lang. Ach, naja. Beim nächsten Mal wird's besser. Wir sind ja einfach noch nicht so gut ausgerüstet, aber das ist halt am Anfang so. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Du bist ja auch bei dem Flugzeug, also bei dem Airport, bist du ja umgenutzt worden. Ja. Und da hattest du so viel Zeug. Ich habe mir gewünscht, irgendwann in Folge 10 oder so, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, dass du doch mal zur Safe Zone gehst. Aber das, getan. Das Problem war, dass ich das noch nicht so wusste mit der Safe Zone, dass ich da meine Sachen dann sichern kann. Und ja, ist ein bisschen blöd dann gelaufen. Aber das ist schon oft vorgekommen, dass wir uns extrem geärgert haben, weil wir das ganze Inventar voll gepackt hatten. Hm. Ja. Nächstes Mal machen wir es einfach noch besser. Also erfolgreicher. Ich meine, ich glaube, wir waren gar nicht so schlecht, aber wir machen es einfach so richtig Hammer. Genau, nächstes Mal. Das geht so ab, Leute. Richtig. Naja. Na gut, dann, ne? Also dann. Ich bedanke mich und vielleicht, war schön hier mal bei dir. Vielleicht dann bis zum nächsten Mal, ne? Jo. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Okay. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss. So, und zurück zu The War Z. Wir sind immer noch in der zweiten Staffel und haben uns jetzt hier mal am Settlement zusammengefunden. Und weil bald Weihnachten ist, haben wir uns auch schon gleich eine Weihnachtsmütze übergestreift. Und ho, ho, ho! Genau, wie ihr seht, ist der Weihnachtsmann, aka die Jorle, und der stille Begleiter sind ja beide wieder mit dabei. Beat, bat, beat, beat, yeah, give me the beat, beat. Ja, und es gibt weitere Geschenke. Genau, gleich ist nämlich Bescherung. Du wisst das noch gar nicht. Genau. Also, wir hätten zum einen... Ja? Eine AA-12, die wollte ich schon immer haben. Ja, total, ne? Es ist nur eine Shotty, ne? Aber was anderes habe ich leider nicht. Und es gibt noch was ganz Tolles, pass auf. Tada! Eine Zuckerstange. Ja, die habe ich gefunden. Cool. Ja, vielen Dank, liebe Jorle. Finde ich doch toll. Und ich habe auch eine Waffe. Ne, die M16 habe ich. Ach cool. Ja, und einmal für die M4 war, wer hatte die? Unser schöner Begleiter, da hast du noch Muni. Ja, yeah, super. Er hört mich jetzt übrigens auch, glaube ich, ne? Du hörst mich. Genau, der hört dich jetzt auch. Ach so. Ich bin gezwungen zu hüpfen, ist auch schön. Haben wir eigentlich jetzt ein Zeichen für vielleicht ausgemacht? War das jetzt drehen oder? Ich finde das im Kreis drehen cool. Hocken ist aber auch gut. Einmal hinhocken. Okay, dann sagen wir hinhocken, oder? Mhm. Ich habe hier noch eine MP37, was weiß ich, Magazin-Munitionsgedöns. Braucht das eine? Nö, warum hast du das nicht gleich in dein Global Inventory gepackt? Weiß ich nicht. Jetzt wo du sagst, ich hätte natürlich mal in das Global Inventory gehen können, aber ist jetzt egal. Ich hoffe, du hast jetzt nicht den Rucksack so voll. Naja, ich habe halt so das Wichtigste dabei. Ich könnte mir natürlich noch einen Rucksack nehmen, aber nö. Wir sind übrigens auf einem Server drauf, die sind echt jetzt proppevoll, habe ich so das Gefühl. Und es gibt jetzt so 100-Personen-Server, wer macht denn sowas? Genau. Wir haben jetzt hier schon 27 Leute drauf und haben eben die ganze Zeit versucht, mal einen Server zu finden, der nicht so voll ist, aber scheinbar ist es gar nicht mehr so einfach. Und neben der Tatsache, dass extrem viele Leute mittlerweile auf den Servern sind, gibt es auch, auch super viele Zombies. Also ich weiß nicht, ich glaube, die wurden verdreifacht oder so. Das heißt, wer alleine unterwegs ist und ohne Waffe oder so, der hat einfach mal die Arschkarte, muss ich jetzt mal so sagen. Ja, und ich habe jetzt extra mich auf die Suche begeben, ihr ja auch, mit so ganz vielen Waffen und so, dass wir euch mal ein bisschen was zeigen können. Und zweitens, irgendjemand hat hier was im Proximity geschrieben. Siehst du das? Also hier ist noch irgendwo einer. Ja, irgendeine Militärbasis ist nicht sicher und... Oh, oh, oh. Mhm, ja, ich bin gespannt. Ja, wir wollten mal so Nordwesten gehen, Richtung dieser Militärstation, Basis und dieser Wetterstation.
Da waren wir ja noch. Genau, da waren wir noch nicht und ich glaube, die Städte sind noch ein bisschen voll, auch wenn wir jetzt ausgerüstet sind, aber ich glaube, man stirbt ja im Moment noch schneller als vorher. Ja, ich glaube, aber dafür habe ich es ja auch geholt, das ganze Zeug und so. Einmal zum Zeigen und zum Sterben. Boah. Ja, wir versuchen da natürlich einfach mal das Beste herauszuholen. Ich habe auch ein bisschen Futter und Trinken eingepackt. Ja, ein bisschen habe ich auch noch ein paar Chipschen und so eine Granola-Bar und ein bisschen was zu trinken. Jo. Ich habe gerade das Problem, ich kann gar nicht mit der rechten Maustaste ranzoomen oder ging das nicht? Nee, das geht noch nicht. Erst außerhalb der Safe Zone. Jetzt kannst du. Das hatte ich doch letztens schon mal. Ich stelle mich immer ein bisschen blöd an am Anfang. Ich habe jetzt schon Angst. Ja, aber wenn wir uns jetzt wirklich so ein bisschen fernab der großen Städte und so halten, haben wir vielleicht eine etwas größere Überlebenschance. Oh, ich muss gerade sehen, ich habe nur noch die Hälfte. Was, die Hälfte? Leben? Ja. Das ist schlecht. Vielleicht warst du derjenige, der gerade geblutet hat. Ich bin wieder super vorbereitet. Ich esse einfach jetzt mal alles. Brauchst du Bandagen? Soll ich dich mal? Eine. Vielleicht. Warte. Flupp. Oh, die hat aber nicht viel gebracht. Warte, dann noch eine. Warte. So? Oder noch eine? Wie viel hast du denn? Ja, dann sag da einfach Stopp. Noch eine? Ich habe jetzt bis zur Schulter ungefähr. Ja, es ist gut. Vielen Dank. Gut. Da, unser stiller Begleiter legt sich schon auf die Pirsch. Ja, der muss ja auch irgendwas machen. Achso, genau. Jetzt kann ich... Ah, okay. So. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja irgendwann dann nochmal zum Settlement heute und dann würde ich mich nochmal ausrüsten. Dann, ich würde das auch gerne mal im Video vielleicht zeigen. Mal schauen, ob man dann nochmal dazu kommt. Ja, das kannst du eigentlich auch mal machen, ja. Ja, weil ich glaube, ich habe sogar einen großen Rucksack noch irgendwo da rumfliegen. Ich weiß gar nicht, was ich da noch so... Ich müsste eigentlich mal meinen Global Inventory aufräumen. Oh, warte mal, er ist ganz schön am Rennen hier gerade. Ein bisschen leiser, ein bisschen langsamer. Deine Mütze ist übrigens extrem auffällig. Ja, ich finde so wirklich die rennende Zielscheibe. Auf jeden Fall. Aber komm, was soll's, wenn wir das ganze Zeug verlieren, war es mir also das auch wert. Nee, ich bin einfach dafür, dass wir heute eine ganze Stadt alleine einnehmen, dann werden wir uns da so ein Camp einrichten und die Stadt bis aufs Blut verteidigen. Aber sowas von, richtig. Wäre doch mal cool, oder? Mhm. Ich habe wirklich ein bisschen Angst, dass wir hier gleich weggeschossen werden und wir wissen nicht, woher die Schüsse kommen. Das wäre es echt noch. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich euch irgendwie aus Versehen anschieße, wenn ich mich erschrecke. Ja, ich bin ja so auffällig, also mich erkennen. Stimmt. Solange ich jedenfalls diese Mütze trage. Ich weiß auch gar nicht, wie oft die Mütze hier so verfügbar ist, so wie oft die hier spawnt. Also ich habe diese Candy Cane, habe ich unter so einem Weihnachtsbaum gefunden. Das war so ein Update. Der kam vor ein paar Tagen. Ja. Und dann stand da in Clearview, die Stadt, die wir nie aussprechen können, Clearview, stand dann ein Weihnachtsbaum. Und da habe ich geguckt und dann waren die Candies da. Cool. Aber ich weiß nicht, wie viel Schaden die machen. Das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall Karies. Das ist definitiv, ja. Wir nennen Clearview jetzt einfach sauberer Blick. Sauberer Blick. Ja. Ich weiß nicht, ob die Stalker was sagt, die Reihe. Aber da gibt es ja auch Bücher von und wie die teilweise da die Namen übersetzt haben. Wie hieß noch die Fraktion? Ich muss gerade überlegen. Hieß sie nicht auch Clearview? Nee, irgendwie so in der Richtung. Das weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Oder da gab es diese Blattzacker, ne? Das waren so Zombie, keine Zombies, irgendwelche Kreaturen, die da in der verstrahlten Zone ihr Unwesen getrieben haben. Und die übersetzen doch Blattzacker dann echt mit Blutsauger und so weiter und so fort. Und dann, naja, gut, vielleicht ist es dann gar nicht so schlecht, wenn jetzt hier die Namen nicht übersetzt werden. Ja, vielleicht. Ja, dann müssen wir zum sauberer Blick und dann, ja. Was heißt denn eigentlich denn Boulder? Boulder City. Das ist eine gute Frage, Boulder City. Weiß ich nicht. Oh, da hinten, sollen wir da hinten mal, boah, da ist aber auch viel los. Ich weiß es nicht. Es sind unheimlich viele Zombies auf dem Weg, glaube ich. Ja, sollen wir uns mal vielleicht ein bisschen da ranpirschen? Mal schauen. Du hast ja auch ein Fernglas, glaube ich. Ich habe ein Fernglas, ja. Ich schau mal. Zombies. Überall. Sieht einfach so herrlich aus, wie du mit dem Fernglas in deiner Mütze da. Kann ich mir vorstellen. Ja, also Spieler sehe ich jetzt nicht oder rennende Zombies oder sowas. Also man könnte es probieren. Das ist aber auch nur ein Wagen, ein Häuschen. Und ich weiß nicht, also das eine Häuschen ist definitiv nicht betretbar.
Aber ich will auch mal mit dem Candy schlagen. Genau, würde ich auch gerne mal ausprobieren. Zack. Sieht auf jeden Fall cool aus. Richtig cool, aber ein bisschen klebrig, ne? Naja, dann kannst du wenigstens nicht aus der Hand rutschen.